Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Dienstag, den 5.01.2021? Und meine Freunde, also so ungefähr habe ich heute früh geguckt, als ich aus dem Bett ausgestanden bin und erstmal die Kryptos gesehen habe. Danach, das hat das Lächeln erwürgt, diese Augen, die kamen, als ich gesehen habe, wo der DAX stand. Das fand ich etwas unbeeindruckt. Ich hätte den wirklich so, wie die Kryptos abgegangen sind. Wir hatten das ja auch in der Analyse schon so ein bisschen gesagt, ne? Dass ich mir das schon vorstellen kann, dass der über 13.800 vielleicht sogar in den Handel halt auch reinkommt. Ne? Und dann habe ich hier in der Nacht, oder wann bin ich wach geworden? Frauchen hat mich, glaube ich, 7.30 Uhr wach gemacht oder sowas. Da habe ich gesehen, dass der DAX um 700. 10, 15 rumnotierte, vorbörslich. Da dachte ich mir, okay, komisch, passt eigentlich nicht so richtig. Dann hat man aber gesagt, okay, er ist jetzt erstmal nicht unter 700, auch im Premium-Dienst hat man das gesagt, dass er dann eben auch versuchen kann, sich an der 800 zurückzuarbeiten und wenn er das schafft, dass er dann auch weitermachen kann da oben halt, ne? Dass er dann auch Richtung 860, 900, 69, 14.000 und so weiter. Auch im Dienst, in der Analyse gestern, wir haben es da auch gesagt, ne? Wenn der das wieder hochschafft, dann ist es eine Frage der Zeit, bis er das hier oben schafft. Und dann sah das ganz gut aus, dann hat er sich hier oben ganz gut gehalten, aber dann hat man auch schon so einen kleinen Doppelboden hier oben gesehen. Da haben wir dann auch nochmal per Update rumgeschickt, Vorsicht. Es sieht noch positiv aus, ja. Das kann weiter steigen, aber der sollte halt auch nicht unter diesen Doppelboden da drunter machen, weil sonst kann er wieder bis 67, 820, bis 820 runter, bis 67 runter und das muss man dann bei 67 sogar nochmal auf 700 anpassen. Dass er dann sogar noch runter auf 600 gefallen ist, also das hätte ich gar nicht erwartet zum Montag. Das ist eigentlich dann schon Dienstagsprogramm gewesen. Damit haben wir einen Handelstag an Punkten, das muss man sich echt auf der Zunge auch mal zergehen lassen, was wir an Punkten zurückgelegt haben. Ja, der ist ja von hier 750 bis über die 900 hoch, von der 900 bis runter unter die 600. Und dann wieder zurück an die 700. Also, das ist Chapeau, DAX. Das ist eine ordentliche Laufstrecke. Das hat ordentlich gefetzt. Ja, also, definitiv. So, und auch die Kryptos haben Spaß gemacht. Also, da habe ich jetzt, bin jetzt immer noch nicht fertig hier. Den ganzen Tag nur mit den Leuten am Schreiben, die hier mit in Kryptos unterwegs waren, die alle da völlig ein bisschen aus dem Häuschen sind. Ist natürlich auch schön. Und es ist auch gut. Ich finde das auch gut, wenn die Leute sich davon lösen. Es gibt so viele, die gerade in Deutschland immer wieder so, wenn die irgendwo nicht mit dabei sind, dann reden die sich Gott und die Welt zurecht, warum irgendwas dann in die andere Richtung laufen muss. Und dann läuft es immer weiter. Da kann man eine Tesla nehmen, da kann man, wie heißen die hier, Delivery Hero nehmen, da kann man. Keine Ahnung was, da kann man die Kryptos nehmen oder wo auch immer. Das ist immer wieder das gleiche Verhalten, dass ganz viele Leute da sitzen in dem Moment, wo sie das selber nicht im Depot haben und dann das zu Grund und Boden reden, warum sie glauben, dass das nicht funktioniert und dass das alles crashen muss. Aber niemals den Hype dahinter sehen und diese Bereitschaft der Käufer, komme, was wolle, welchen Preis zu kaufen. Ne? Und das ist einfach das ist was, das muss man sich, glaube ich, abgewöhnen. Das macht dann nicht glücklich. Man sitzt den ganzen Tag schlecht gelaunt zu Hause und ärgert sich, weil alle anderen massig Gewinn machen und man selber halt nicht. Und das ist schade. Das muss man ja nicht haben. Man muss ja eigentlich, man muss dafür nur ein was machen und zwar einfach über seinen inneren Schweinehund drüber springen. Und halt einfach mal mit dem Markt handeln, das, was man sieht. Und vielleicht nicht unbedingt das, was man denkt. Ne? Und dann fällt es einem da auch nicht schwer. Und mich hat das auf jeden Fall gefreut. Ich habe ja jahrelang drum gekämpft, die Leute da ein bisschen auch für zu begeistern, einfach weil ich gesehen habe, dass man mit Kryptos halt einfach auch was machen kann. Das ist klar, ohne Frage Risikokapital ist. Ich habe das selber erlebt. Mir sind 2014 die kompletten Coins geklaut worden halt, ne? Also ich habe damals, ich bin einer von denen, die bei MTGOX alle ihre Guthaben verloren haben. Und das war damals für mich viel Geld, was da lag. Heute ist es Pipifax, was da lag halt, ne? Aber das waren einige an Coins, die ich gehabt habe. Also das waren auch nicht bloß 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Coins, das war deutlich mehr gewesen. Und das war von heute auf morgen weg. Dann war die Plattform pleite, weil die den sind von 800.000 Coins sind 200 gestohlen worden.
Und ja, also ich weiß, was das Wort Risiko bei Kryptos definitiv bedeutet, aber ich weiß halt auch, wenn man das Risiko allokiert und man mit einem kleinen Anteil reingeht, kann man halt viel Spaß haben. Und was Ethereum hier abgeliefert hat, also Wahnsinn, Wahnsinn, so. Ich muss einfach da mir einfach mal auch Dampf machen. Den ganzen Tag so viel Spannung drauf und alle sind hier nur am Quieken. Da muss auch ich aufpassen, dass ich mich natürlich irgendwie ein bisschen unten halte. Ich muss ja neutral auch für die anderen bewerten. Ist es ein guter Punkt, wo man rausgehen muss? Sehen wir Verkaufssignale, sehen wir Umkehrsignale und so weiter. Das fällt mir dann natürlich auch schwer, wenn einen alle dann mit einer Glückseligkeit keine Ahnung, überrumpeln oder überfallen. Aber trotzdem freut es mich natürlich, weil hier wird viel durchhalten und ich will nicht sagen dran glauben, das klingt jetzt falsch, weil wir haben ja ein Setup gehandelt, ne? Aber das wurde auf jeden Fall belohnt. Und was im DAX nicht so richtig belohnt wurde, war, wenn man hier Long gesucht hat, über 13.800, um hier mal ein bisschen wieder den Bogen zurück zum DAX zu kriegen, soll ja eine DAX-Analyse sein halt, ne? Auch wenn Sie das wissen, dass so Werte, dass ich habe so meine Steckenpferde, die mag ich einfach. Auch die türkische Lira finde ich einen unheimlich geilen Wert zum Handeln. Es ist halt einfach, man kann halt einfach kein Trade über Nacht halt, selbst die Spreads, eigentlich kannst du es gar nicht mehr richtig handeln, weil es einfach so, wie soll man sagen, so furchtbare Handelsbedingungen sind, kostenseitig, dass das keinen Spaß macht. Aber der Wert an sich, wie er sich bewegt, wie er sich entwickelt, das ist genauso wie alles andere halt. Ne? Das passt ja, da kann man fast einen Tesla-Chart daneben legen, da kannst du auch einen Bitcoin-Chart daneben legen. Das sind alles die gleichen Muster. Das sind immer wieder die gleichen Muster, immer wieder gleiche Kursmarken, die auch angelaufen werden halt. Ne? So typische Übertreibungswert einfach halt. Ne? Und die haben halt ein besonderes Muster und diese Muster sind eigentlich auch sogar relativ einfach und meist sehr offensichtlich, wenn man eben nicht mit dem persönlichen Kopf davor steht. Und das soll eigentlich hier bloß so ein bisschen die Botschaft sein, weil wir haben ja gestern darüber gesprochen, Jahresvorsätze, was nimmt man sich vor und der innere Schweinehund auch mal zurückzustellen, was man denkt und was man möchte. Ich glaube, das ist bei vielen ein Problem. Ich sehe das auch immer an der Reaktion, wie wenige sich für sowas freuen können einfach, wie viele da richtig wütend, teilweise auch innerlich wütend werden halt, ne? Nicht, weil sie den anderen das nicht gönnen, sondern vielmehr, weil sie selber damit nicht dabei waren halt, ne? Das ist nicht unbedingt der Neid, sondern das ist so ein bisschen eigentlich die eigene Wut auf sich selber, dass man da nicht einfach mitgegangen ist. Und das lassen viele dann raus, indem sie dann halt einfach schimpfen und das zu Grund und Boden reden. Und manchmal auch einfach zu Unrecht halt, ne? Hätte ja auch einfach selber mitgehen können und dann die paar Punkte machen können. Deswegen das einfach nochmal so ein bisschen als Botschaft, um das mitzunehmen. Und im DAX, Punkt, hatte schon eine Chance gehabt. Wir haben sogar ein neues Hoch gekriegt. Der DAX hat ein neues Verlaufshoch gemacht. Das ist ein höheres Hoch gewesen als 2020. Also im gesamten Jahr 2020 ist das hoch höher gewesen. Auch im regulären Handel, es ist nicht außerbörslich, es ist nicht in der Nacht entstanden, es ist ein komplett reguläres, neues Allzeithoch im DAX gewesen. Allzeithoch heißt Kaufsignal, denn mit einem Allzeithoch bestätigt der Markt einen intakten Aufwärtstrend. Ja, einen intakten Aufwärtstrend, dem er dann quasi folgen kann durch höhere Hochs und höhere Tiefs. Höheres Hoch, okay. Höheres Tief, nicht geklappt. Also das war einfach nichts. Da hatte sich der DAX keine Mühe gegeben. Da hat auch der Dow Jones richtig aus der. Ich meine, man hat sich ein bisschen einfach gemacht. Ne? Man ist jetzt dahergegangen und hat gesagt, ja, die Demokraten und die Wahl und die Stichwahl, da sind jetzt plötzlich die Demokraten vorne. Deswegen denkt man jetzt bla 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 bla. Wer mal genau hinguckt und sich mal die erste Stundenkerze im Nasdaq, 3 Uhr anguckt, die diese Infos noch nicht verarbeiten konnte. Die sieht genauso aus wie diese Dow Jones Eröffnungskerze. So, und da können Sie mir jetzt sagen, was Sie wollen. Diese Kerze hat definitiv nichts mit dieser komischen Wahl zu tun gehabt. Egal, was alle Fachexperten da sagen, die sich irgendwie irgendwas vom Parkett zitieren lassen. Aber wenn ihr euch mal die Kerze im Nasdaq anguckt, die erste Kerze, die sieht genau so aus wie das, was der Dow Jones gemacht hat. Wir können auch kurz reingucken. Habe ich gerade Nasdaq gesagt? Ich meine den Nikkei. Wartet, kurz. Ich hole den hoch. So, und wenn ihr das mal schaut, das ist der Stundenchart vom Nikkei. Falls ich Nasdaq gesagt habe, ich habe den Nikkei gemeint. Also den japanischen Leitindex. Das ist die erste Kerze gewesen. Guckt euch das mal an, was das für ein Bl was da hingerotzt wurde. Erstes Hochstechen, fast ein neues Hoch und dann pff, voller Haufen runter halt, ne?
So, das haben die Amerikaner nicht mitgemacht, das hat der DAX nicht mitgemacht, diese Bewegung. Ne? Während die dann nach oben gezogen sind, hat es denen ein bisschen mitgeschoben und dann kamen die Amerikaner rein und da haben letztendlich das nur nochmal nachgemacht. Aber das ist nicht Demokraten Prognose vornhalten. Ne? Also Vorsicht bitte da. Die wählen wohl morgen, Ergebnisse wird man wohl dann erst am Mittwoch bekommen, endgültige Ergebnisse. Man hat jetzt so die Leute ein bisschen dahin getrimmt, dass das der Grund sei. Demzufolge wäre dann eine Reaktion zu vermuten, wenn das auflöst. Aber das glaube ich nicht. Wenn der Dow Jones nach der Öffnung genau das gleiche macht, wie was der Nikkei in der Nacht gemacht hat, dann zeigt das einfach, dass es Leute gibt, die da massiv Positionen abgebaut haben. Und wenn der Nasdaq massiv Positionen abbaut und im Nikkei die halbe Welt wackelt, sollte man vielleicht mal auch über Softbank nachdenken. Ne? Was haben die investiert? Wie haben die sich positioniert? Was hat er denn gesagt, der Chef von der Softbank? Wie will er. Ich will mit euch keine Fundamentalanalyse machen. Ich finde es bloß schwach von denjenigen, die fundamentalen Analyse machen, dass sie dann wirklich die einzigste Nachricht, die so ein bisschen in die Richtung geht, dazu und sich gar nicht die Mühe machen, umzugucken. Und ich, jemand, der von fundamental, der da wirklich nicht viel von hält, das sogar dann auffällt, dass doch hier wirklich ein offensichtlicher Zusammenhang besteht, finde ich es etwas schade, dass die anderen, deren Hauptjob das eigentlich ist, sich darüber keine Gedanken machen. So, und der Softbank-Chef hat ganz klar gesagt, dass sie 2021 wird für ihn. Hat er große Sorgen, dass das die reinste Katastrophenjahr wird. Und er hat auch ganz offensiv gesagt, dass er sich definitiv absichern wird. Er wird sich dafür rüsten, für das, was da jetzt als Dominoeffekt kommen kann. So hat er es gesagt. So, man hat ihm nun gesagt, dass er in 2019, in 2020 hauptsächlicher Treiber mit dem Nasdaq war, mit diesen ganzen Positionen und so fort. Jetzt kippt der ganze Nasdaq um, der Nikkei kippt um, den Dow Jones haut weg und plötzlich sind es die Demokraten. Also, weiß ich, wenn ich eins und eins zusammenzähle, ist es für mich offensichtlich, aber es soll hier gar nicht darum gehen, wer hier was umgekippt hat oder was hier der Ausgang dafür war, dass das gekommen ist, wie es gekommen ist. Ihr kennt mich, das ist für mich nicht wichtig. Ich finde es halt bloß einfach, dass man mal drüber reden sollte, ich finde es erstaunlich, dass es denjenigen nicht auffällt. Also, ich meine, das liegt doch nun wirklich, also es liegt auf der Hand. Ja, ich glaube, da müsste man bloß mal in die Positionierung von denen reingucken. Wahrscheinlich kriegt man die Nachricht dann erst wieder im Februar. Da wird man dann erfahren, Mensch, oder im März wahrscheinlich sogar, erst Mitte März wird man erfahren, Mensch, die Jungs da drüben, die haben massiv abgebaut. Aber es soll egal sein, wir haben ein massives Runterdrücken gesehen. Wir haben im DAX nach einem höheren Hoch ein tieferes Tief bekommen. Das kann einen Trendwechsel einläuten. Temporär, kurzfristig. So, und das ist eigentlich das Wichtige, was ich hier gerade sagen wollte. Trendwechsel einläuten und so weiter und so fort. Wir haben ja auch über diesen Hanging Man gesprochen im Jahreschart. Wir haben gesagt, der DAX muss eigentlich von Tag 1 an klar nach unten drücken. Er muss zeigen, er darf nicht großartig über 13.000, über 14.000, über 14.100, sondern er muss schön nach unten wirken von den ersten Minuten an. Und wenn ich da auch in die Amerikaner reingucke, das haben wir gesehen. Ja, das heißt, ich würde unserem DAX auf jeden Fall unterseitig hier jetzt noch, auch wenn das jetzt langsam ein bisschen lächerlich wirkt, schon noch Potenziale geben, auch zum Dienstag. Vielleicht nehmen wir auch den Fall hier einfach mal weg und setzen einen neuen rein. Vielleicht ist das ein bisschen sinnvoller. Das wird mir sonst zu albern, das jetzt hier die ganze Zeit immer nachzuziehen. Weil, wenn wir ehrlich sind, hat er das ja nicht so aufgelöst, wie wir das haben wollten. Er hat er dann kurzzeitig oben immer wieder versucht, den Trigger umzureißen. Das hat immer wieder nicht geklappt, schon das zweite Mal nicht geklappt. Wir haben gestern auch drüber gesprochen, Triple Top und so weiter oben. Ja, wird immer fester halt, ne? So, jetzt ist aber erstmal wichtig, wie unser DAX sich hier weiter verhält. So wie er beendet hat, könnte ich mir vorstellen, dass er leicht höher reinkommt. Das kann bedeuten, dass wir im Bereich um 27, 47, 67 in dem Bereich reinkommen und dann dort nochmal nach unten drehen und dann hier runterstechen, dann wieder hochkommen. Das heißt, ich brauche nochmal einen und dann den. So, das heißt, meine favorisierte Route für den Dienstag wäre im Grunde ran, vor, zurück. Zur Seite, ran, so und dann Richtung 460. Ah.
Ah, ich habe jetzt hier so einen Zurück-Button. Ganz toll. Haben sie als neues Update mitgegeben. Und dann auf die 440-460. Das wäre meine Erwartungshaltung. Das heißt, ganz konkret, um es verbal zu sagen, ich rechne damit kleines Aufwärtsgap, kleiner Stoß nach oben, dann drückt es uns den DAX nochmal nach unten, 5,30. Da wären dann alle shortgierig, werden wahrscheinlich schon Short reinwuchten. Dann werden wir eine Erholung bekommen bis in den Nachmittag hinein und mit den Amerikanern dann nochmal nach unten durchgetreten werden, kann dann auch erst zum Mittwoch kommen. Dann Stabilisierung im Bereich um 440, 460 seitwärts. Dann Donnerstag seitwärts und der Freitag wird dann richten. Dreht der Freitag uns wieder hoch nach 13. 1800, löst sich das ganze Gespenst hier auf, dann wird es wieder bullig. Drückt er uns aber nach unten rein, müssen wir uns für die nächste Woche auf jeden Fall wappnen, weil dann bekommen wir eine erste rote Wochenkerze im Januar. Und die kann natürlich noch eine weitere Vorsicht ziehen. Ganz so optimistisch bin ich noch nicht auf der Unterseite, auf der Shortseite, weil wir sind noch auf recht hohem Niveau. Klar, das ist jetzt erstmal eine Riesenvorstellung gewesen, aber es ist auch der erste Handelstag gewesen. Wenn nun alle Welt davon ausgeht, dass 2021 komplett nach unten durchgeht, dann wissen wir ja doch alle, was jetzt die nächsten 14 Tage passieren wird. Dann wird er erstmal gerade oben durchrennen. Das macht er doch immer so halt. Ne? Also, wenn es zu offensichtlich, zu eindeutig ist, das klappt dann in der Regel nie. Aber deswegen würde ich jetzt hier erstmal erwarten, dass wir Punkt für Punkt abarbeiten. Hier unten ist die 5,30 die nächste. Einmal nochmal runter, Rücklauf, dann die 4,60, 4,40. Beides wichtige Punkte. Dort würde ich eine Erholung sehen. Alles, was tiefer geht, ist für mich dann Naja, ist für mich dann Übertreibungspotenzial. Ja, so. Und das kann erstmal dann bis 13.200 gehen, dann tiefer. Aber wahrscheinlich noch diese. Also glaube ich nicht, dass es diese Woche kommt. Das wäre zu einfach. Das macht der Markt selbst. Und oben würde ich trotzdem der 13.800, auch wenn es immer wieder nicht richtig langfristig angenommen wird, ich würde der 13, die 13.800 ist halt die wichtige Marke. Ich könnt jetzt sagen, okay, ich zeichne euch eine andere ein, aber es ist einfach die 13.800, die ist wichtig. Was der Markt hier macht, ist halt einfach Fehlsignale generieren. Davor sind wir nicht gefeit. Das gehört dazu. Das kann an jeder Stelle auftreten. Deswegen jetzt aber den Chart umzudrehen und euch hier den Long Trigger erst auf die 13.900 zu legen, wäre auch nicht ganz richtig, weil der Long Trigger ist verdammt nochmal die 13.800. Und wenn der DAX es will, dass er oben raus will, dann muss er die 13.800 stehen. Muss er sich stabil drüber stellen und anfangen, ruhig zu werden. Nicht so rausprotzen. Ne, das hat jetzt zweimal schon nicht geklappt. Einmal mit einem Aufwärtsgap, was dann als Exhausting-Gap wegverkauft wurde. Das zweite Mal ja auch mit Aufwärtsgap und schön richtig fettem Schwung. Auch nicht geklappt, auch hinten raus umgekippt. Dann musst du es langsam machen. Die Volatilität runternehmen, dann kriegt er sich hier runternehmen, dann kriegt er sich durchgeschoben. Und deswegen würde ich auch jetzt nochmal den Trigger auf der 13.800 liegen, weil das ist der Long Trigger. Von dort hat er dann nochmal Potenzial bis ans Hochrand und schafft er das da drüber, geht er auch weiter. Ja, machen wir es vielleicht in zwei Etappen und steht einem mehr frei, in dem Moment, wo der DAX über die 13.800 ist, dann auch einen Stopp ranzuziehen oder auf Einstand zu sichern, Teilverkäufe zu realisieren, den Rest dann durchrennen zu lassen. Aber ich würde. Die ist nicht deswegen unwichtiger, nur weil sie zweimal passiert wurde. Ja, das ist wichtig, dass ihr das versteht, weil natürlich die 13.800, wenn der jetzt wieder hochkommt, dann trotzdem ein wichtiger Widerstand bleibt. Das heißt, er wird da von unten natürlich auch gegennageln, sowas wie hier halt, ne? Denn erst groß durchspatzen und im zweiten Anlauf dann schön sagen, oh, meine große 13.800, mein Gebieter, bitte, bitte. So, also der wird dann da schön, der wird schön gegenrammeln. Also das kann ich mir vorstellen. Deswegen lassen wir das so drin und nehmen die auch nochmal mit. Und damit haben wir eigentlich dann alles im Sack. Mit meiner Krypto-Einleitung natürlich heute ein bisschen länger geworden. Ich denke, das wird auch nicht jedem gefallen, aber das ist trotzdem was, wo ich einfach animieren möchte, mal drüber nachzudenken. Ich sehe das immer wieder im Trading-Umfeld, machen sich viele schwer und versuchen sich eher darin, anderen den Erfolg zu neiden, als versuchen, das nachzuahmen und mitzugehen. An da, wo es offensichtlich ist halt, ne? Und wo man halt einfach fette grüne Kerzen sieht. Und dann tut euch doch selber den Gefallen und setzt euch nicht hin, lasst euch den Gewinn entgehen und ärgert die Leute dann, sondern macht halt mit. Es steht doch jedem frei, kann doch jeder machen. Es ist doch für niemanden verboten oder unmöglich, sowas zu handeln halt, ne? Die Möglichkeit hat jeder. Das heißt, wenn man sich nur hinsetzt und dann andere doof macht, weil sie vielleicht dort einen Gewinn gemacht haben, das ist eigentlich traurig. Weil das ist ja schade. Ihr sollt ja was verdienen halt, ne? Nicht nur im DAX, auch in anderen Werten. So, okay. Aber
Ja, Punkt. Ich bemühe mich. Ich kann ja nur versuchen, euch hier irgendwie ein bisschen zu unterstützen, zu helfen. Natürlich habe auch ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und auch mir gehen mal Sachen schief. Das gehört einfach dazu. Aber es ist zumindest eine gute Absicht dahinter. Also, ja, von daher. Ja, was soll ich hier noch rumquasseln? Ne? Wir können mal kurz im Tageschart noch drauf gucken. Der Tageschart hat jetzt hier vom Trigger weg wieder eine rote Kerze gestellt. Ist allerdings nicht unter die vorherigen roten Kerzen drunter gegangen. Das ist aber auch so ein kleines, naja, so eine kleine Türe, die sich nach oben auflässt halt. Ne? Letztendlich ist es ja nur etwa das Schlussniveau vom letzten Handelstag oder von den letzten Handelstagen. Wir haben Gap Close gemacht zum letzten Handelstag nach Weihnachten. Es hat schon oben noch ein paar Fenster offen. Deswegen würde ich Gegenwehr einplanen. Zum Dienstag Gegenwehr einplanen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir noch ein neues Tief kriegen und ich würde fast sogar noch auf ein zweites dann zum späten Abend, Dienstag oder gar erst zum Mittwoch noch tippen. Wenn er da unten bleibt, natürlich. Wenn er hier oben rum fuchtelt, wird das wieder positiv. Wird das wieder positiv. Okay? Gut. Dann machen wir hier in dem Sinne das Video zu. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche einen guten zweiten Handelstag im Jahr. Und ja, arbeitet mal noch ein paar Vorsätze für euch aus fürs neue Jahr, paar Sachen. Ich glaube, der Tag, der ist ganz gut gewesen, um sich das nochmal so ein bisschen vor Augen zu halten. Wie will ich mich eigentlich für das Jahr positionieren? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt schon an Tag 1 wieder Fehler gemacht hat, die er im vergangenen Jahr gemacht hat. Reißt euch zusammen halt. Ihr habt da nichts von gekonnt, wenn ihr jedes Jahr, jeden Monat immer wieder nur einzahlen müsst, Geld verliert. Da tut ihr euch keinen Gefallen mit. Das ist einfach so. Das ist scheiße. Das ist auch nicht toll. Das ist auch nicht mit Hobby zu rechtfertigen. Versucht es als Anhieb zu nehmen, damit Geld zu verdienen, sonst wird da auch nichts draus halt, ne? Und wer denn da bloß Langeweile Trades macht und irgendwie so eine Art Sucht versucht aufzubauen, das ist halt nicht empfehlenswert. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das, weiß ich nicht, das kann man ja keinem empfehlen. Das ist ja nichts, das hat da keine Vorteile. Auf keiner Ebene. Ich meine, solche Leute muss es geben, sonst können solche Leute wie die anderen kein Geld damit verdienen. Aber ja, okay. Ihr habt's verstanden. Ich mache jetzt hier zu. Viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Ciao.